Bist du je aufgewacht und hast bemerkt, dass nichts in deinem Leben so ist, wie du es dir vorgestellt hast? Willkommen in Manila. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich bin in der Stadt. Ich brauche Hilfe. Was ist passiert? Solche Dinge passieren in diesem Teil der Welt. Vielleicht ist es das Beste, wenn du es dabei bewenden lässt. Das ist meine. Ich will sie wiederhaben. Erwartest du jemanden? Nein. Lass ihn los. Er ist mein Bruder. Wie viel Zeit haben wir noch? Vielleicht 10 Stunden. Dann geht sie an jemand anderes. Dann sollten wir uns beeilen. Sie wissen nicht, was Ihr Bruder beruflich macht. Er ist ein K- und R-Experte. Kidnapping und Rettung ist eine gute Sache. Aber worin ich wirklich gut bin, ist im Menschen umbringen. Du kannst denjenigen, der die Niere hat, doch nicht umbringen. Doch, das kann ich. Das können wir beide. Gib Gas! Okay, okay! Das ist meine Tochter, Isabella. Sie ist 9. Deacons Niere soll ihr in 2 Tagen transplantiert werden. Wenn wir seine Niere nicht kriegen, bevor sie einem anderen eingepflanzt wird, stirbt sie. Würdest du dein Leben für sie opfern? Gott, selbstverständlich würde ich das. Würdest du töten, um sie zu retten? Selbst wenn es deine Seele verdammen würde? Ich verlange, dass sie verschwinden. Erst wenn ich das kriege, was mir gehört. Das ist ihre Wahl. Wenn sie gehen, leben sie. Wenn sie bleiben, sterben sie. Sie stirbt. Alle sterben hier. Wo ist meine Niere? Töten ist einfach. Damit zu leben ist schwer. Deacon, wozu brauchst du die Bibel? Inspiration.